Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Die Vorkämpfer des Schicksals folgen uns, Freundes Krone, kümmert euch um sie, ich schwöre die Glyphiker auf. Oh, meine Verderbnismanufakturen werden sie beschäftigen, Fürstin Vermina. Schaltet Freundes Krones Manufakturen aus und die Verderbnis wird verfliegen. Zertrümmert einfach die Traumkristalle, die sie an Mythos binden. Rettet Apokrypha, während ich Vermina verfolge. Kommt, Gadein. Wir nehmen das Westportal und überlassen den Osten Leramil und der Schicksalserwählten. Guter Einfallscode. Hier lang, Entsandte. Ich finde den Einfall nicht so gut. Trennen ist immer so eine Sache. Noch dazu kommt dann, dass unser hübsches Pärchen möchte gern Pärchen sich trennen muss. Ich spüre eine große Konzentration der Verderbnis rechts. Nicht wirklich. Wir können eigentlich auch durchlaufen, oder? Warte mal, wir müssen da oben hin. Oh, dich mag ich ja gar nicht. Geh weg. Nee. Mit dir will ich gerade nichts zu tun haben. Ich muss erstmal meinem Weg hier folgen. Ehrlich gesagt, die mag ich noch weniger. Also nicht hier die Sumpfkreaturen. Oh, was bist du denn? Hallöchen. Jetzt komm mal auf einmal, ja? Okay. Hallöchen. Jetzt kommen auch noch die Gebrüder aus dem Verlies. Hat sie einer erkannt? Dieses Bauwerk der Verderbnis wurde beseitigt. Lasst uns zur Westseite hinübergehen. Okay. Fäulniskrone muss den Weg zertrümmert haben. Tja, und nun? Ganz einfach zu korrigieren. Mir mehr abverlangt, als ich gedacht hätte. Folgt dem Weg, Entsandte. Ich spüre, dass etwas schiefgegangen ist. Oh oh. Das hört sich nicht gut an. Was ich aber ziemlich cool finde, sind diese Andeutungen auf Raids und Verliese, die man hier so findet. Ja, mir darf sich nicht so überanstrengen. Die Verderbnis laugt sie aus. Oha, ich glaube, sie sind da unten am Kämpfen. Oder hier gefangen. Kommt die Schicksalserwählte. Sie wird sich wohl brüsten. Hier, ja, klar. Wir könnten etwas Hilfe brauchen. Aber wo ist Leramil? Die erste Frage. Nicht geht es euch gut? Oder so, wo ist Leramil? Wo ist meine Angebetete? Das merke ich gerne. Der Güte sei Dank, dass ihr hier seid. Man griff uns an, als wir eintrafen. Wir haben die Manufaktur nicht erreicht. Der Weg ist versperrt. Lasst mich ein Portal öffnen. Ach, ich bin erschöpft. Da kommt Leramil. Geht ihr und Gadein vor. Ich bleibe bei ihr. Die zwei erschöpft. Seid vorsichtig, Entsandte. Und ihr auch, Gadein. Leramil, wenn das vorbei ist... Jetzt ist nicht die Zeit, Gadein. Geht. Ja, jetzt ist nicht die Zeit, Gadein. Liebkosungen werden erst im Nachhinein... Seht, das Herz vom Mythos. Allein schon der Anblick lässt einen schwindeln. Ja, das ist gut. Dann komm doch mal mit dem Amulett her. Nee, will er denn. Funke, hilf du, Gadein, ich guck mal, ob ich hier irgendwie noch durchkomme. So. Ernsthaft? Willst du dich mit den Fäusten verteidigen? Ihr habt bereits eine dieser Manufakturen zerstört?
Dann wisst ihr, wonach ihr suchen müsst. Nee. Ist mir den überhaupt? Den wissen wir, glaube ich, gar nicht. Aber egal, jetzt sind wir eh schon im Kampf. Keine Magiker mehr. Trete in den Fokus, um meine Geistersicht einzusetzen. Welchen Fokus? Was war das? Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwas zu bedeuten hat. Wir laufen mal hier rum. War das jetzt ein Buch, was ich... Alter! Geht's noch? Ich laufe hier einfach so hoch. Aber hier geht's gar nicht weiter. Moment. Hi. Könnt ihr mir den Weg sagen? Irgendwie weiß ich gerade nicht weiter. Ah, doch, ich glaub, ja, ich weiß, der den Weg neu für euch ausrichtete. Danke der Nachfrage. Ja, ich wollte gerade nachfragen. Ich wollte gerade wirklich nachfragen, ob sie jetzt wieder zurückgekommen ist. Obwohl, naja, gut, sie hat es eben auch aus der Entfernung heraus gemacht. Oh, geht mir doch nicht alle auf den Sack hier. Hier haben wir eins. Hier müssen wir anhalten. Ja, mitten im... Genau! Mitten im vollen Block und jetzt hänge ich hier eine halbe Stunde auf dem Boden oder was? Oder war das jetzt nicht blöd? Aber das müsste mich ja dann auch... Ich dürfte mich ja eigentlich auch nicht treffen im Block. Leramis Amulett kann uns beide schützen. Ja, dann benutzt es doch mal. Kommt näher zu mir, meine Freunde. Ich glaube nicht, dass der den Frosch gemeint hat. Oh, Leute. Kommt her, lasst mich euch abschirmen. Nein. Die Arme. Lass mich in Ruhe. Ich will die. Alter, ich will die durchsuchen. So. Gut gemacht, aber werdet nicht nachlässig. Ich spüre noch eine dieser schrecklichen Anlagen in der Nähe. Dachte ich mir schon. Aller guten Dinge sind drei, ne? Wir sind nicht fertig? Leramis Gabe beschützt. Ja, dann komm doch mal mit der Gabe. Waren das die Wächter? Waren aber nicht besonders gut. Leramils Amulett kann uns beide schützen. Wovor? Wir sind doch gerade erst hingeportet. Ach je. Vollnis Krone. Ja. Ich denke, es wird Zeit, diesem Seuchensgeber ein Ende zu machen. Also ein Apokrypher, bin ich ganz ehrlich, möchte ich dann doch lieber mit Baphomet rumlaufen. So. Komm schon. Lehren des Schicks, nehmt Fürst für jedes Segen an. Fäulniskrone hat das Fulcrum Obscura. Was ist denn jetzt? Nein, komm, was bist du für ein Feigling? Ich brauche Macht. Ja. Was Apokrypha schadet, macht lass mich euch abschirmen. Ihr sterbt! Hallo, darf ich den nicht anvisieren? Leramis Gabe beschützt uns beide.
sterben. Gut. Natürlich wird es eine Woche voller heißer Bäder brauchen, um seinen Gestank abzuwaschen. Das Obscura, genau wie Torvesad es sagte. Jetzt kann ich es in die Abtei zurückbringen. Seht, wir haben sie gefunden. Sobald ihr bereit seid, Entsandte, wird euch dieses Portal zu Vermina bringen. Leramil, den Ahnen sei Dank, dass ihr wohlauf seid. Mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage, Vikar. Die Macht, die ich vor uns spüre, das muss Vermina sein. Ihr, ich kenne euch, die Traumbrecherin aus Sturmhaft. Sieht schon cool aus. Diesmal entkommt ihr mir nicht. Es ist aus mit euch, Sterbliche. Ja, jetzt habe ich natürlich gerade die Ulti gezogen. Solange ich Shirinis sterbliche Hülle trage, kann Mora mich nicht finden. Alter. Ihr müsst euch mir allein stellen, Sterbliche. Was macht ihr für einen Schaden? Eure Angst ist süßer. Vernichtet Verminas Albträume, um meine Geistersicht mit Macht zu versaufen. Meine Geistersicht kann diesen Feind besiegen. Sterben wir schon alle. Hallo. Hallo. Ich kann mich nicht mehr heilen. Ich habe keine Magika. Machen. Funke, bist du noch da? Oh, Funke ist nicht mehr da. Oh nee, nicht schon wieder. Komm. Ich habe meine Geistersicht fokussiert. Setzt meine Geistersicht ein, um euer Ziel zu treffen. Ich glaube, es reicht aber auch, wenn ich die einmal anschieße. Ja. Hallo. Dirk. Oh. Ihr habt meine sterbliche Hülle vernichtet. Mhm. Jetzt. Stellt euch einem wahren Albtraum. Ja, toll. Das war auch immer so nervig, dieses Hin- und Hergelaufe. Welch vollkommener Schrecken. Ohne Shelrinis Körper wird Vermina eine albtraumhaftere Gestalt annehmen. Das ist ihre Schwäche. Albträume sind nicht echt. Je mehr ihr euch wehrt, desto schneller verliert ihr. Ihr seid stärker als ihr Traumstoff. Das ist nicht gut. Euch gefallen meine Albträume nicht? Dann stellt euch meiner wahren Form. Das ist wirklich nicht gut. Keine Wahl. Soll ich das benutzen? Das Schwarzbuch. Ja, wie? Leute. Ne? Ah. Moras Hand kann mir nichts anhaben. Nein. Doch er half, einen widerlichen Eindringling zu finden. Hermeus Mora hat mich gefunden. Nein! Ich bin hier, Erwählte. Entfesselt meine Macht. Hm. Ja, ist ja gut. Setz das Buch ein. Gemeinsam werden wir diese gemeine Dieben vertreiben. Muss ich noch was machen? Zielt auf... Hab ich doch schon. Achso, nee, so. Nein! So kurz davor! Seid verflucht des Schicksals und eure Sterblichkeit!
Vermina wurde verbannt und Perjites Verderbnis verfliegt. Gut gemacht, Erwählte. Betretet das zweite Gewölbe. Überprüft, ob die zweite Glyphik sicher ist. Ja. Da. Da. Hallo? Unser Handel ist erfüllt, Sterbliche. Ich half euch, Apokrypha zu retten, und ihr helft mir, dieses Gewölbe zu betreten. Ich werde diese Glyphik öffnen und den zweiten Teil der verlorenen Erinnerung bergen. Tarvesaat! Ha! Er hat uns beiden etwas vorgemacht, Erwählte. Verlasst Mythos und sprecht mit mir. Ja, sehe nichts mehr. Verlasst Mythos. Moment. Hä? Da kam ich doch gerade hier. Ach so, falsches Portal. Das habe ich nicht gesehen. Wir müssen besprechen, was geschehen ist. Perjites Seuchenscherge ist besiegt. Vermina ist verbannt. Das habt ihr gut gemacht, Sterbliche. Das Schicksal traf eine kluge Wahl, als es euch als meine Unterstützung auserkor. Aber Tarvesaat hat die zweite Glyphik erlangt. Er ist mit ihr entkommen. Was geschehen ist, sollte geschehen. All die möglichen Zukünfte verdichten sich zu einem einzigen Zeitpunkt, um einen Augenblick im Schicksal absolut zu machen. Das war unvermeidlich. Tarvesaat hat die Fähigkeit, nicht bemerkt zu werden. Nicht einmal von meinem allsehenden Blick. Was für ein Dremora ist Tarvesaat? Auch wenn ich eigentlich alles weiß, kann ich da nur mutmaßen. Merkwürdigerweise empfinde ich das als erfrischend. Es hat etwas mit der vergessenen Erinnerung zu tun. Doch sofern ich nicht in die Glyphika sehe, fehlen die Einzelheiten. Sogar mir. Und was jetzt, Herr Meus Mora? Jetzt muss ich meine Ebene wiederherstellen. Die verborgene Sippe treibt sich noch herum, doch ohne Anführer sind ihre Mitglieder nur noch Ungeziefer. Ihr jedoch seid nach wie vor die Schicksalserwählte. Kehrt zu euren Verbündeten in der Schiffrenhalde zurück. Wenn die Zeit kommt, werdet ihr Tarvesaat aufsuchen und euch um ihn kümmern. Nun gut, ich kehre zur Schiffrenhalde zurück. Verzweifelt nicht, Erwählte. Durch eure Bemühungen wurde Vermina und Perjite die verlorene Erinnerung verwehrt und so die Wirklichkeit bewahrt. Dass Tarvesaat einen Teil des Geheimnisses gesehen hat, ist bedauerlich, doch keine Katastrophe. Nun kehrte Leramils Studierzimmer in der Schiffrenhalde zurück. Ich dachte, ihr hättet mich auserwählt, um das zu verhindern. Das Schicksal hat euch ausgewählt, um Apokrypha zu retten und die Wirklichkeit zu bewahren. Ihr habt all dies und mehr erreicht. Das Schicksal folgt genau jenem Pfad, den ich vorhergesagt habe. Doch wir sind noch nicht fertig. Ihr habt noch mehr zu tun, bevor unser Vertrag erfüllt ist. Aber wenn Tarvesaat und ich einen Teil des Geheimnisses gesehen haben, warum löst sich die Wirklichkeit dann nicht auf? Habt ihr mich angelogen? Der Fürst des Schicksals lügt nicht. Zwei Wesen erinnern sich nur an einen kleinen Teil eines großen Ganzen. Es bleibt immer noch Zeit und Gelegenheit, dies richtig zu stellen, bevor die Erinnerung sich ausbreitet. Sind nicht schon zwei Wesen mit solchem Wissen gefährlich?
Gefahr gibt es in jeder Ecke des Schicksals, Erwählte. Das ist das Wesen der Existenz. Doch die Gesamtheit dessen, was in der fernen Vergangenheit verborgen wurde, bleibt weggeschlossen. Die Fäden, die alles verbindet, sind zerfasert. Doch sie sind nicht zerrissen. Die Wirklichkeit kann noch gerettet werden. Kehrt zur Schiffrinhalde zurück. Wir sprechen später. Nun gut. ein Portal kriegen wir nicht. Oder ist das ein Portal? Nee, das ist das eine Portal. Na gut, dann werde ich mich mal aufmachen, zurückkehren. Und ich hoffe, dass ich dann da abschließen kann, ohne direkt was Neues anzunehmen. Das ist jetzt meine große Hoffnung. Wir sehen uns gleich in der Schiffrinhalde wieder. Entsandte, ich bin froh, euch unverletzt zu sehen. Ich freue mich darauf, von eurer Begegnung mit Vermina zu hören. Oh, lasst mich! Wir haben sie besiegt! Ich durfte euren Sieg über die Traumweberin nicht erleben? Wie ungerecht! Dann haben wir es geschafft? Ah, ihr macht dieses Gesicht. Mhm. Welche schrecklichen Neuigkeiten werdet ihr Leramil mitteilen? Die steht aber auch wie so ein Affe irgendwie. Also, sorry. Das ist besser. Was ist geschehen, nachdem ihr das Portal betreten hattet, Entsandte? Scoot erzählte mir, der Wissende sei wieder mit seiner Ebene verbunden. Doch abgesehen davon tappen wir im Dunkeln. Ich habe das Schwarzbuch verwendet, um Hermeus Mora dabei zu helfen, Vermina aus Apokrypha zu verbannen. Natürlich. Er brauchte euch, um ihn zu Vermina zu führen. Ihn dorthin zu geleiten, wo sie sich versteckt. Denn im Körper von Meisterin Shireni ist sie für ihn verborgen. Und was ist mit der zweiten Glyphik? Ist die geheime Erinnerung sicher? Torvesat erreichte die Glyphik vor mir. Er nahm sie an sich und entkam. Ein Pech, aber keine unrettbar verlorene Lage. Da Hermeos Mora nun wieder bei Kräften ist, kann er Torvesat aufspüren und sich ein für alle Mal um ihn kümmern. Es sei denn, kann Torvesat noch immer irgendwie dem Wissenden entgehen? Sogar ohne Fäulniskrones Verderbnis? Ja, doch Hermeos Mora meinte, dass alles, was geschehen sollte, auch so geschehen ist, wie er es vorhergesagt hatte. Torvesats Wesen. Er ist anders als jeder andere Dremora, dem ich je begegnet bin. Er half uns, um sich selbst zu helfen. Doch ich glaube ihm, wenn er sagt, dass er niemandem schaden wollte. Er erkennt bloß nicht, welche Gefahr diese Erinnerung darstellt. Das heißt wohl, wir müssen ihn finden. Wir haben Zeit. Torvesat wird eine Weile brauchen, um auf die Glyphik zugreifen zu können. Dann nehmen wir uns doch einen Augenblick Zeit, um darüber nachzudenken, was wir alles schon geschafft haben. Was ihr alles schon geschafft habt, Entsandte. Ihr habt Fäulniskrone besiegt, Vermina vertrieben und Apokrypha gerettet. Und damit auch Nirn. Nehmt dies. Der Wissende besteht darauf, dass ihr diese Belohnung annehmt. Und wir erhalten einen robusten Torso vom Set Unerschütterlicher Lauerer und einen Fertigkeitspunkt. Oh, ich sollte mich wirklich endlich mal reparieren. Während wir über geeignete Wege nachdenken, um Torvesat aufzuspüren, gilt es zwei andere Aufgaben zu erledigen, Entsandte. Bei einer geht es darum, die Aufzeichnungen von Apokrypha auf den neuesten Stand zu bringen. Bei der anderen darum, nach Nekrom zurückzukehren und die ursprüngliche Schicksalsanomalie richtigzustellen. Die Aufzeichnungen von Apokrypha? Scoot kann euch mehr Informationen darüber geben, da sie ein wichtiger Teil ihrer Arbeit sind. Nach der Instandsetzung eines Schicksalsfadens muss sie die endgültigen Einzelheiten in der Chronik von Apokrypha verzeichnen. Es ist eine große Ehre, seinen Namen dort eingeschrieben zu sehen. Und was war das von wegen Nekrom? Nekrom. Einer der ersten Schicksalsfäden, die wir untersuchten, um die Identität der Feinde von Apokrypha aufzudecken. Und es ist der einzige, den wir nicht entwirren konnten. Wir müssen Gardein begleiten, damit er das Fulcrum Obscura zurückbringen kann. Aber sprecht erst mit Scoot. Nun gut, ich werde mit Scoot sprechen. Scoot kann euch alles über das eigentliche Einschreiben ihrer Aufzeichnungen in die Chronik von Apokrypha erzählen. Ihr solltet mit ihr sprechen.
In der Zwischenzeit treffe ich Vorkehrungen, um mit Vikar Gardein nach Nekrom zurückzukehren. Ihr und der Vikar seid euch recht nahe gekommen, nicht wahr? Ebenso wie wir beide, Entsandte. Das ist nur natürlich, wenn Verbündete Seite an Seite unvorstellbaren Gefahren die Stirn bieten. Mhm. Abgesehen davon wäre es mir lieber, wenn wir das nicht mehr erwähnen würden. Das glaube ich. Ja, wir sollen mit Scrooge sprechen, aber ich würde sagen, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen. Dann die beiden vielleicht ein wenig darüber nachdenken lassen, wie sie zueinander stehen. Und in der nächsten Folge dann die kommende Aufgabe bewältigen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.